Hi Leute, heute geht's um Motivation durch Aggression. Und zwar wollte ich heute mal über das Thema reden. Vielleicht kennst du das selber, die Situation, dass du zum Beispiel beim Fußballspiel motiviert dazu bist, weil du denkst, hey, jetzt schlägst du den anderen und jetzt beweist du es mal. Und es bringt dich so richtig in Rage. Oder du willst mal irgendjemanden so richtig zeigen. Und dann wissen alle, was du kannst oder was auch immer du nicht kannst, egal was. Auf jeden Fall willst du es irgendjemandem zeigen. Du bist motiviert durch diese Aggression oder du bist motiviert durch... ja, durch negative Emotionen bist du gepusht, weil du sagst, jetzt mache ich es, jetzt beweise ich es allen, jetzt schlage ich den, jetzt gewinne ich den Wettkampf und so weiter. Ist es sinnvoll? Um diese Frage geht es heute. Was macht es mit dir? Und ich hatte mal einen schönen Vergleich neulich gehört. Hat jemand gesagt, wenn du, ich weiß nicht mehr, um was es da genau ging, da ging es um irgendwelche Knaller oder sowas, die man bei Affen verwendet zu irgendeinem Fest und zündest irgendwelche Knaller an und dann rennen die Affen sofort los, zack, machen einen Sprint, so. Oder wie beim Stierkampf, ich weiß gar nicht, was man da für Methoden anwendet, nicht sehr human, nicht sehr menschlich, nicht sehr schön, aber zum Beispiel, ich glaube, man knotet irgendwie die Hoden ab oder irgendeine Schnur ums Hinterteil, dass es irgendwas abdrückt, dass der Stier eben besonders aggressiv ist und plötzlich losrennt so. Oder jemand gibt dir einen Arschtritt. Und du rennst aus Angst da plötzlich, aus Panik, total schnell. Ist es die beste Art und Weise, was zu machen? Nein, definitiv nicht. Genauso eben mit den negativen Emotionen. Wenn du dich in solche negativen Emotionen versetzt, dann magst du vielleicht kurzfristig irgendwas machen. Es gibt dir einen Energieschub. Es pusht dich kurzzeitig. Aber längerfristig gehst du in diesem Prozess unter, du machst dich kaputt dabei. Du stresst dich selber komplett dabei. Und normalerweise solltest du ein Rennen gewinnen, weil du trainierst, weil du deine Beine dazu in die Lage versetzt. Weil du dein Können erhöhst, deine Kompetenz oder was auch immer. Je nachdem, was du machen möchtest, du erhöhst deine Kompetenz, du bringst dich in die Lage. Als Profi ist es für dich eine Leichtigkeit. Vielleicht erinnerst du dich, wenn du was zum ersten Mal gemacht hast. Zum ersten Mal einen Ball auf den Korb werfen. Basketball. Wie schwer, der Ball geht überall irgendwo hin. Aber wenn du es mal raus hast, wenn du es mal 100 Mal, 200 Mal, 500 Mal geübt hast als Profi, ganz locker, ganz easy, ganz einfach, zack. Ist der Ball im Korb. Ganz einfach. So, weil du dich in die Lage dazu gebracht hast. Und das ist der schöne Weg. Das ist der richtige Weg. Wobei du nicht dabei kaputt gehst. Wobei du nicht dich dabei stresst. Ich hatte noch mal ein anderes Video gemacht, wie man da hinkommt von zielorientierter Arbeit zu einer prozessorientierten Arbeit. Das heißt, du genießt den Prozess und das Ergebnis wird tausendmal besser sein. Wenn du immer nur aufs Ziel schaust, dann machst du nicht das richtig, was du eigentlich machen sollst. Wenn du einen Apfelbaum hast, wenn du einen Kirschbaum hast und willst schöne, süße Früchte genießen, dann kümmerst du dich um die Erde, um den Boden. Du brauchst nicht die ganze Zeit an Kirschen zu denken, bringt dir überhaupt nichts. Du kümmerst dich und machst das, was nötig ist. Du kümmerst dich um den Boden
Und um alles, was nötig ist, gießt, schaust, dass genug Wasser da ist und machst eben das Nötige. Und dadurch kommen ganz automatisch Kirschen. So, das Ergebnis passiert einfach ganz automatisch. Du erreichst dein Ziel ganz automatisch. Du musst nicht die ganze Zeit an Kirschen denken. Und so ist es auch, wenn du ja, dich durch Wut irgendwohin pusht. Du gehst beim Prozess dabei unter. Wofür dann das Ganze? Es ist wie wenn du ein Haus baust für deine Familie, für deine Frau, für deine Kinder, für dich, dass ihr da glücklich leben könnt. Und du gehst völlig in den Prozess unter und am Ende, ja, dann steht das Haus und du lässt dich scheiden. Und sowas sieht man heutzutage immer mehr, weil immer mehr sich aufs Ziel konzentriert wird und nicht mehr auf den Prozess. Wie viele Leute arbeiten auf ihre Rente hin? Und dann, kurz vor der Rente, ein Unfall, Krankheit. Und dann war nichts mehr mit der Rente. Das Wichtigste ist, dass du den Prozess genießt und das Ergebnis passiert automatisch. Und dementsprechend ist es auch, wenn du dir Kompetenzen dann aneignest, wenn du dich in die Lage bringst, wenn du was aufsaugst, was genießt, weil du es lernst, weil du es siehst, weil du es machen möchtest, weil es dir Freude bereitet, der Prozess, dann bringst du dich ganz automatisch in die Lage und du brauchst dazu nicht irgendwelche künstlichen Mittel wie Wut, Hass, irgendwas, das dich pusht, Aggression. Du bringst dich einfach in die Lage und dann geht es ganz einfach von der Hand. Es macht Spaß und du gehst dabei nicht unter. Und wenn du es wirklich auch dauerhaft aufbauen möchtest, die böse Bewusstheit, dann kannst du zum Beispiel auch in den Happy Life Kurs gehen. Den habe ich nämlich extra dafür gemacht mit den 30 Tagen, wo du dann wirklich jeden Tag von mir in die Hand genommen wirst und da diese Bewusstheit aufbauen kannst durch Übungen, einfache Atemübungen bzw. andere Techniken noch. Also wenn dich das interessiert, ist auch unten drunter verlinkt, dann schau da rein, das hilft dir da definitiv weiter, um diese Bewusstheit, diese Achtsamkeit dauerhaft aufzubauen. Und das war es eigentlich, was ich heute mit dir teilen wollte. Wenn dir das weitergeholfen hat, dann lass unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und mach's gut. Ciao.